Heute möchte ich euch einen super effektiven Weg zeigen, wie ihr in Starfield XP farmen könnt. Dabei handelt es sich um ein optimales Ausnutzen der Spielemechanik, aber das ist kein Glitch oder auch kein Bug. Wahrscheinlich habt ihr zu diesem Thema in den letzten Tagen schon andere Posts oder auch Videos gesehen. Ich habe allerdings ganz bewusst mit diesem Video gewartet, um für euch den ganzen Prozess noch zu optimieren und für wirklich jeden Spieler zugänglich zu machen. Was also könnt ihr in diesem Video erwarten? Ich zeige euch den effektivsten Weg, schnell Erfahrungspunkte zu sammeln, der aber gleichzeitig direkt zum Spielstart verfügbar ist und keine Level, keine speziellen Skills in den Talentpunkten oder ein ausgebautes Schiff benötigt. Ich zeige euch jeden einzelnen Schritt ganz genau im Video und gebe euch zusätzlich noch ein paar Tipps, falls ihr das System danach noch ausbauen wollt. Und dann könnt ihr nebenbei noch eine Menge Credits verdienen. Die einzelnen Themen könnt ihr dabei wie gewohnt über die Kapitelmarke in der Timeline anspringen. Dann schnallt euch mal an, es geht direkt los. Zu Beginn will ich einmal kurz das Prinzip dieser Strategie erläutern. Die XP verdient man, indem man ein bestimmtes Item herstellt. Wie viele andere Aktionen im Spiel belohnt Starfield das mit ein paar Erfahrungspunkten. Damit ihr das dann beliebig oft und in sehr kurzer Zeit machen könnt, zeige ich euch, wie ihr auf dem perfekten Planeten einen kleinen Außenposten baut, der euch die benötigten Ressourcen bereitstellt. Und im Prinzip war es das schon. Starten wir einfach auf New Atlantis bei der Händlerin direkt am Raumhafen. Ich habe extra diese Händlerin ausgewählt, weil sie einmal alle benötigten Rohstoffe für den Start im Angebot hat, gleichzeitig aber auch sehr nah an unserem Raumschiff ist. Jetzt kauft ihr bei ihr den ganzen Vorrat an Aluminium, Beryllium, Kupfer, Eisen, Wolfram und auch die adaptiven Rahmen. Und dann geht ihr direkt vor den Laden, setzt euch da auf die Bank und wartet 24 Stunden. Jeder Händler frischt nämlich sein gesamtes Inventar und auch seine Credits nach 24 Stunden lokaler Zeit komplett wieder auf. Ihr könnt also zurück in den Shop und das Ganze noch einmal machen. Das wiederholt ihr so 4-5 Mal, wenn ihr ein bisschen geduldig seid, vielleicht auch 6-7 Mal und kauft euch dann auf jeden Fall am Ende noch 2 Fasern, das nicht vergessen. Das müsst ihr nur einmalig machen, aber dann seid ihr fertig. Mit den Taschen voller Ressourcen stiefelt ihr jetzt zu eurem Schiff. Wenn ihr überladen seid, könnt ihr nicht mehr zu Fuß schnell reisen und deshalb habe ich auch diese Händlerin direkt am Raumhafen ausgesucht. Auf der Sternenkarte sucht ihr dann das System Nicola. Im Video könnt ihr ja gerade sehen, wo es ist und in diesem System geht ihr dann zum Planeten Nicola 1. Für unseren Trick benötigen wir einen Planeten, auf dem die Rohstoffe Eisen und Aluminium mit einem Außenposten gleichzeitig abgedeckt werden können. Davon gibt es nur sehr wenige in Starfield. Eine andere beliebte Wahl ist zum Beispiel der Mond Andrafon, aber Nicola 1 hat auch ein paar wichtige Vorteile und deswegen habe ich ihn extra ausgewählt. Aus dem Orbit könnt ihr jetzt den Planeten auf Ressourcen scannen. Das sieht dann so aus. Und jetzt kommt der kniffligste und der wichtigste Teil der ganzen Geschichte, die mich in der Recherche einige Stunden gekostet hat. Rot steht in dieser Ansicht für Eisen und graublau für Aluminium. Ihr könnt jetzt hier potenzielle Landeplätze auswählen und dabei zeigt euch das Spiel auch immer da rechts das entsprechende Gebiet an. Aluminium findet man zum Beispiel im Sumpf und Eisen in den Hügeln. Um jetzt den perfekten Spot zu erwischen, versucht einen Landeplatz genau an der Grenze zwischen diesen beiden Gebieten zu erwischen. Also ihr geht mit dem Cursor hin und her, sucht dann das aus und dann seht ihr, manchmal ist man im Sumpf, manchmal in den Hügeln und wenn ihr genau die Grenze findet, ist das der beste Spot. Prinzipiell geht das eigentlich mit jedem Gebiet auf dem Planeten hier, wo die beiden Ressourcen aufeinandertreffen. In der Praxis kann man aber auch echt Pech haben und 1-2 Stunden nach einem Treffer suchen. Und deswegen müsst ihr halt nicht nur auf diese Grenze zwischen Rot und Blau klicken, sondern ihr müsst halt auch wirklich achten, dass diese Gebiete gerade wechseln. Das ist nicht immer ganz identisch. Wollt ihr jetzt ganz auf Nummer sicher gehen, nehmt einfach den gleichen Landeplatz wie ich im Video und geht danach auch den gleichen Weg. Dann müsst ihr nicht selber rumsuchen, dann habe ich das schon für euch erledigt. Die Planeten sind ja prinzipiell gleich in Starfield. Ich meine, ein paar Sachen, so wie Basen und andere Ereignisse und Raumschiffe. Also es werden Sachen zufällig generiert, aber die Planeten an sich sind identisch. Also es sieht bei euch auch genauso aus. Nach der Landung könnt ihr euch mit dem Handscanner gleich mal umsehen, ob ihr direkt schon Eisen- oder Aluminiumfelder im Boden um euch herum seht. Ist aber nicht sehr wahrscheinlich. So viel Glück werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Falls doch, schreibt es mal in die Kommentare, das wäre mal was. Aber ihr könnt jetzt mit dem X auf dem Gamepad oder der entsprechenden Tastaturtaste, die unten im Bild eingeblendet wird, das Außenpostensignal aufrufen. Und wenn ihr gerade im Scanner seid, seht ihr oben links, welche Ressourcen im aktuellen Einzugsbereich des Außenpostens liegen würden, wenn ihr da einen Außenposten bauen würdet. Und da sollte eben jetzt gleichzeitig Eisen und Aluminium auftauchen. So, und dann kann man jetzt den Außenposten ein bisschen hin und her bewegen und sehen, welche Ressourcen sind dann jeweils im Einflussbereich.
Wie gesagt, wenn ihr nicht selber suchen wollt, folgt einfach genau dem Weg in meinem Video nach dem Landeplatz und benutzt auch eventuell einen Wegpunkt zur einfacheren Orientierung. Und lasst auch beim Laufen einfach diese Außenpostenauswahl offen. Dann seht ihr nämlich oben links immer direkt, wenn Eisen und Aluminium mal direkt im gleichen Gebiet sind. Weil ihr jetzt überladen seid und rumrennt, werdet ihr übrigens auch schnell Lebenspunkte verlieren, ne? Weil mit dem CO2 und dem Sauerstoff, also das ist dann, verliert ihr Lebenspunkte, das Bild wird so ein bisschen nervig, wenn ihr in den roten Bereich kommt, aber außerhalb der Sicht ist das jetzt unproblematisch, man kann nicht unter 10% fahren und sterben. Habt ihr dann endlich ein passendes Gebiet gefunden, speichert trotzdem erst noch einmal ab. Man kann mit etwas Pech nämlich den Außenposten trotzdem immer noch so aufstellen, dass man doch nicht beide Rohstoffe richtig trifft oder einen nur so ganz knapp an der Grenze und der gar nicht so richtig verfügbar ist. Also setzt jetzt euren Außenpostensignal und dann seht ihr in einem kreisförmigen Umfeld darum jetzt den Platz, wo ihr eure Gebäude platzieren könnt. Ja, benutzt am besten noch den Hotkey für die praktische Draufsicht. Auf dem Gamepad ist das zum Beispiel Select. Und setzt dann auf das Eisenfeld erstmal 3 oder 4 Eisenextraktoren. Ja, das seht ihr dann, wie ihr das machen könnt. Und dann seht ihr auch, ob die genau in dem Feld sind. Wenn jetzt da wirklich irgendwas schiefgelaufen ist, macht nochmal Schnellladen und platziert den Außenposten ein bisschen besser. So, man kann oben rechts die verschiedenen Gebäudetypen durchschalten. Und im Aluminiumfeld macht ihr nochmal das gleiche wie auf dem Eisenfeld. 3 bis 4 Extraktoren drauf. Und dann baut ihr noch so viele Solaranlagen irgendwo hin, das ist völlig egal, bis euer Energiebedarf gedeckt ist von den Extraktoren, die bis jetzt da sind. Die Zahl da unten rechts in der Zeile, da zeigt euch genau an, wie viel Energie ihr braucht und wie viel ihr schon habt. Für unseren kleinen Außenposten bauen wir dann noch eine industrielle Werkbank, irgendwo in ein freies Feld und daneben einen Schlafsack. Und dann sucht ihr euch noch ein freies und relativ ebenes Gebiet, um dort 2 gleich große Stapel an kleinen Feststoffbehältern aufzustellen. Und zwar einfach so viele, wie eure Ressourcen ungefähr hergeben. Wenn ihr jetzt halt 3, 4 Extraktoren habt, jeweils 5 Kisten oder so, 6 Kisten pro Stapel, dann passt das erstmal, dann könnt ihr es später noch erweitern, wenn ihr Lust habt. Wir sind jetzt schon fast fertig und müssen nur noch die Extraktoren mit unseren Lagerkisten verbinden. Dazu ruft ihr wieder den Scanner auf, dann das Außenpostenmenü und wählt danach mit RT oder rechter Maustaste einen Extraktor aus und verbindet ihn dann mit einer Kiste. Und das wiederholt ihr dann für alle Extraktoren. Aber Achtung, ja, passt darauf auf, alle Eisenextraktoren mit genau einer Kiste zu verbinden und alle Aluminiumextraktoren auch wieder genau mit einer anderen Kiste von einem anderen Stapel. Vermischt das nicht. Und am Ende verbinden wir dann nur noch auf die gleiche Art und Weise immer diese Hauptkiste, wo jetzt diese ganzen Links von den Extraktoren hingehen, mit den restlichen Kisten des Stapels. Praktischerweise sieht man auch sofort am blauen Schimmer immer schon, welche Kiste jetzt mit der Hauptkiste schon verbunden sind oder nicht. Man wählt dazu immer die Hauptkiste aus und dann eben auch ähnlich wie mit den anderen Links eine andere Kiste. Und das wiederholt man, bis alle Kisten mit der Hauptkiste connected sind. Wie gesagt, habt ihr jetzt noch Ressourcen übrig, könnt ihr noch mehr Extraktoren, Solaranlagen oder Kisten machen, aber im Prinzip reicht das erstmal so aus. Und damit haben wir jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen. Ihr könnt jetzt zu eurem Schlafsack gehen und 24 Stunden schlafen. In der Zeit arbeiten die Extraktoren fleißig und schaufeln die ganzen Ressourcen in euer Lager. Deswegen habe ich auch Nikola 1 unter anderem ausgewählt. Erstmal hat er die besten Aluminium- und Eisenfelder in der Kombination auch, aber er hat auch von der Umlaufbahn und von der Zeit her ein günstiges Verhältnis von lokaler Zeit zu Universal Time und deswegen kriegt ihr da schneller Ressourcen als woanders. Und ich habe auch euch die Ressourcen empfohlen, mit den Fasern zum Beispiel, damit ihr einen Schlafsack bauen könnt, weil wenn ihr im Schlafsack geschlafen habt, kriegt ihr noch einen 10% XP-Bonus und auch damit ist das Ganze nochmal effektiver. Ihr geht jetzt zu der Werkbank und könnt dann einfach da anfangen, adaptive Rahmen zu bauen. Wählt dazu immer die maximale Menge von 99 aus und legt los. Da die Rahmen nur Eisen und Aluminium brauchen, kann man das jetzt eigentlich beliebig oft machen, solange halt die Extraktoren neue Ressourcen ranschaufeln. Gehen euch zwischendurch die Ressourcen aus, legt euch einfach schlafen und die füllen sich dann wieder auf. Je nachdem, wie schnell ihr jetzt klickt, könnt ihr in Windeseile Level schaufeln. Ja? Selbst mit meinen langsamen Fingern und in dem Video noch relativ kleinen Außenposten bekommt man hier gerade am Anfang in 20 Sekunden mehrere Level. Es gibt jetzt schon dann auch noch ausgefeiltere Setups, ja, mit längeren Produktionsketten und Cargo-Links, mehreren Außenposten und was weiß ich noch.
Aber dafür braucht ihr dann schon am Anfang mehrere Skills, müsst bestimmte Talentpunkte in den Bäumen auswählen und dann diese Sachen auch noch die Ränge ausbauen. Ihr braucht Cargo-Links über mehrere Außenposten, das ist relativ aufwendig. Ihr müsst da bestimmte Sachen lernen und dahin reisen, jeweils die Plätze finden. Und vor allem funktionieren diese Cargo-Links zum Beispiel auch nur in Echtzeit. Also nicht, wenn ihr im Spiel schlafen geht oder wartet, sondern nur, wenn da richtig Zeit vergeht. Also das kann sich später schon trotzdem noch lohnen, wenn ihr da Bock drauf habt und wenn euch das Leben als Rohstoffsammler einfach Spaß macht. Aber dieser Weg hier ist völlig ausreichend für lange, lange Zeit und wirklich der simpelste und schnellste Setup. Ganz zum Schluss könnt ihr die hergestellten Rahmen natürlich jetzt auch noch verkaufen, was sich auch ganz schön schnell, je nachdem wie fleißig ihr wart, auf einige 10.000 oder sogar 100.000 Credits aufsummieren. Ihr bekommt also auf diesem Weg nicht nur XP, sondern auch Credits. Das war also mein Guide, ohne viel Schnickschnack und unnötiges Rumgelaber. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und falls doch noch Fragen offen sind, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Ciao!